Die Maßschneider an der Johann-Joachim-Becher-Schule in Speyer. So, unser Thema ist ja Kleinkombinationen. Und wir gucken uns jetzt ein paar Abbildungen an. Sie haben Spaß an Mode, sind kreativ, handwerklich geschickt und haben Sinn für Formen und Farben. Dann kommen Sie zu uns und lassen sich in 3 Jahren zur Maßschneiderin oder zum Maßschneider ausbilden. Unsere Ausbildung ist vollschulisch, das heißt, dass Sie bei uns in einer 3-jährigen Lehrzeit alle fachpraktischen und alle theoretischen Inhalte lernen, die Sie für das erfolgreiche Bestehen der Gesellenprüfung im Maßschneiderhandwerk brauchen. Unser nächstes Thema ist die Kleidverarbeitung. Ich habe jetzt hier ein Bild mit verschiedenen Kleidern. Welche Modelle seht ihr hier? Welche verschiedenen seht ihr? Okay. Also das hier ist ein Etui-Kleid mit einer Wiener Naht. Das ist ja die Naht, die so aus dem Armloch kommt. Okay. Was sehen wir noch? Unser nächstes Projekt in der Klasse ist ein Etui-Kleid. Jeder von uns näht nach einem fertigen Schnitt ein komplettes Kleid. Hier an der Tafel sehen wir jetzt unseren Schnitt zu unserem Kleid, das wir fertigen. Ihr seht, das sind Nähte. Die Teilung liegt oben an der Schulternaht, durchgehende Nähte. Wir haben das Vorderteil, das seitliche Vorderteil, das seitliche Rückteil und auch hier noch das Rückteil, wo auch später dann der Schlitz eingearbeitet wird und der Reißverschluss eingenäht wird. Jeder von euch nimmt jetzt bitte mit Papier den Schnitt ab. Zeichnet euch bitte alles ein, was hier angegeben ist als Nahtzugaben. Ob ihr das direkt am Schnitt anzeichnet oder später auf dem Stoff anzeichnet, das ist jedem überlassen. Ja, das sind alle Angaben auf dem Schnitt. Achtet auch bitte auf den Faden. Zeichnet euch den bitte an jedem Schnittteil ein. So, die Schnittteile sind so richtig aufgesteckt. Die Nahtzugaben sind auch richtig angezeichnet. Das hat jetzt hier die Kyra gemacht, also könnt ihr euch dann nachher auch angucken und dann bitte jeder so auch die Schnittteile aufstecken. Was jetzt noch fehlt, ist der Ärmel. Und den legen wir jetzt hier oben an, dass wir hier auch genug Zwischenraum haben für die Saumzugabe. Und wir legen den Ärmel extra hier hin, weil wir hier das vordere Stück mit Stoffbruch noch brauchen, um das vordere Beleg für das Kleid noch zuzuschneiden. Sie können jetzt hier noch die Nahtzugabe anzeichnen und dann können Sie das Kleid ausschneiden. Thank you.
haben unsere Seitennaht am Kleid gesteppt. Ich habe jetzt auch die Naht versäubert. Und jetzt wird diese Längsnaht auseinandergebügelt. Und das machen wir als erstes auf unserem kleinen Ärmelbrett. Theresa, Sie wollen das Kleid für sich jetzt abändern? Genau. Ich denke, es ist ein bisschen weit. Wo ändern wir denn jetzt ab? Was können wir ändern? Zeichnen sich jetzt bitte das, was wir enger gesteckt haben, ab mit einem Faden und dann steppen Sie vorne die Abnähernaht etwas enger und die Seitennaht und ich denke, dann haben Sie doch ein ganz schönes Sommer. Ja. Okay. So wie es aussieht, seid ihr alle fertig. Dann macht bitte jeder sein Kleid auf den Kleiderbügel, Namensschild dran und bitte hierher auf die Stange hin. Welche Rolle spielt die Ausbildung der Maßschneider für Ihre Schule? Die dreijährige Berufsfachschule für Maßschneiderinnen ist eine besondere Schulform, die wir bei uns im Hause haben. Das ist der einzige Vollzeitbildungsgang, der zu einem beruflichen Abschluss mit einer Prüfung vor der Handwerkskammer führt. Diesen Bildungsgang gibt es in Rheinland-Pfalz nur zweimal und im Schulaufsichtsbezirk Rheinhessen-Pfalz nur bei uns in Speyer. Was lernen Sie bei uns? Unser Ziel ist es, dass Sie am Ende der Ausbildung bei uns mit allen Techniken des Nähens vertraut sind und Ihr Handwerk von der Pike auf erlernt haben. Dazu ist es uns wichtig, Ihnen einen guten theoretischen Überblick zu verschaffen. Dazu gehört neben Faser- und Warenkunde natürlich auch ein Einblick in alle Bereiche der Gestaltung von Mode. Ihre Kundin soll schließlich zufrieden aus dem Atelier gehen. Damit auch der Einblick ins Real Life nicht fehlt, gibt es am Ende des zweiten Lehrjahres ein vierwöchiges Praktikum in textilverarbeitenden Betrieben der Region. Zudem werden während der Ausbildung namhafte Firmen der Textilindustrie besucht, beispielsweise Hugo Boss, Trigema, Burda und viele mehr. Am Ende des dritten Lehrjahres wird die Gesellenprüfung zur Maßschneiderin oder zum Maßschneider bei der Handwerkskammer Kaiserslautern abgelegt. Welche Tradition hat dieses Ausbildungsangebot schon an Ihrer Schule? Wir haben im Schuljahr 1984, 1985 angefangen, diesen Bildungsgang anzubieten. Damals hieß der Bildungsgang noch Berufsfachschule für Damenschneiderinnen. Der Beruf wurde irgendwann neu geordnet. Seitdem heißt er Berufsfachschule für Maßschneiderinnen und Maßschneider. Das heißt, wir können schon auf jahrzehntelange Erfahrungen in diesem Bereich zurückblicken, haben auch einen relativ guten Überblick über den weiteren Werdegang derjenigen, die bei uns an der Schule erfolgreich diese Ausbildung abgeschlossen haben. Es gibt vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten, ob im Bereich Mode und Design, wenn man den gestalterischen Schwerpunkt quasi wählt oder wenn man einen technischen Schwerpunkt wählt, auch im Bereich der Technikerausbildung bis hin zur Ingenieurausbildung Textiltechnik. Kostet die Ausbildung Geld? Nein. Bei uns bezahlen Sie kein Schulgeld. Wir sind eine staatliche Schule und dementsprechend ist die vollschulische Ausbildung zur Maßschneiderin oder zum Maßschneider bei uns kostenfrei.
Lediglich die Grundausrüstung der Arbeitsgeräte wie Schere, Nähnadeln, Maßband sowie weitere Werkzeuge und die Stoffe, die Sie im Unterricht für sich verarbeiten möchten, müssen Sie selbst bezahlen. Außerdem auch die Prüfungsgebühr bei der Handwerkskammer, die derzeit ca. 450 Euro beträgt. Welche Aufnahmevoraussetzungen gibt es? Als Voraussetzung bei uns wird die Berufsreife oder ein mindestens gleichwertiges Zeugnis verlangt. Sie können sich von Januar bis zum 1. März bei uns bewerben und werden zu einem Eignungstest eingeladen. Die Anmeldeformulare dazu finden Sie auf unserer Internetseite. Was schätzen Sie ganz persönlich an diesem Ausbildungsgang? Also ich schätze sehr die Verknüpfung zwischen der handwerklichen Fertigkeit, die in diesem Bildungsgang vermittelt wird, einerseits und der Kreativität auf der anderen Seite, die in diesem Bildungsgang zu finden ist. Und unsere Schülerinnen sind meistens ja Schülerinnen, die diesen Bildungsgang besuchen, einige wenige Schüler. Die bringen das von Hause aus mit und ich bin sehr froh über das hohe Leistungsniveau, was in diesem Bildungsgang eben immer wieder deutlich wird. Eingangsvoraussetzungen für die Aufnahme in diese Schulform ist die Berufsreife. Die meisten Schülerinnen und Schüler bringen aber höhere Bildungsabschlüsse mit, meistens den Realschulabschluss, viele aber auch Fachabitur und Abitur, und das zeigt das Leistungsniveau, was in diesen Klassen herrscht und was dann auch immer wieder dazu führt, dass unsere Schülerinnen und Schüler bei den Kammerprüfungen überdurchschnittlich abschneiden. Kommen Sie uns besuchen und schauen Sie sich alles an. Wir freuen uns auf Sie. Die Termine unseres Infotages finden Sie im Internet unter www.bbs-speyer.de. Die Berufsfachschule für Maßschneider in der Johann-Joachim-Becher-Schule, Josef-Schmidt-Straße 28, 67346 Speyer. Oder rufen Sie uns an und vereinbaren einen Besuchstermin. Telefon 06232 13050.